Weltreisen haben die Menschen schon immer fasziniert. Wer reist, bildet sich und hat hinterher etwas zu erzählen. Viele Menschen spricht auch das Reiseerlebnis an sich an, das eine gekonnte Abwechslung vom Alltag mit sich bringt. Da kann sich derjenige glücklich schätzen, der ein Gefährt besitzt, das Wohnen und Fahren miteinander verbindet. So kann er sich jederzeit auf Reisen begeben und sein Gefährt unterwegs als Wohnung benutzen. In diesem Video wird aber nicht einfach nur von gewöhnlichen Wohnmobilen die Rede sein. Heute geht es um die 5 luxuriösesten Häuser auf Rädern. Auch wenn ihr selbst vielleicht nicht in der Lage seid, bei den Angeboten zuzugreifen, ein wenig Träumen darf erlaubt sein und hat noch niemandem geschadet. Nummer 5. Furion Elysium. Es ist nicht nur der Luxus an sich, der reiche Kundschaft begeistert. Es sind auch die innovativen Ideen, die begeistern und mit denen der Käufer etwas noch nie Dagewesenes besitzt. Ein solches Haus auf Rädern bietet die Firma Furion mit ihrem Elysium an. Hierbei handelt es sich um ein Wohnmobil mit allen technischen Raffinessen. Der Clou? Auf seinem Dach gibt es sogar einen Hubschrauberlandeplatz. Auch im Wohnmobil selbst kann es sich der Käufer richtig behaglich machen. Dafür sorgen zum Beispiel ein Kamin, ein Außenfernseher, integrierte Systeme für Infotainment, ein Whirlpool und ein Dampfbad. Auch die super behagliche Atmosphäre in dem Wohnmobil erreicht durchaus das Niveau eines guten Hotels. Mit dem Kauf erhält der Käufer nicht nur ein Luxushotel auf Rädern, sondern den Hubschrauber obendrauf, denn der ist im Kaufpreis inbegriffen. Der Kunde kann es sich nach dem Kauf auch auf der schmucken Dachterrasse des fahrenden Hotels neben dem Hubschrauber bequem machen und die Blicke der anderen auf sich ziehen. Dafür birgt auch der futuristische Anstrich des Wohnmobils, der einem Science-Fiction-Film zu entstammen scheint. Nummer 4. Earthroamer. Das gewisse Etwas besitzt auch der Earthroamer einer US-Firma, der einem Truck nachempfunden wurde. Diese extra stabile Ausformung gibt Kunden mit besonderen Ansprüchen die Möglichkeit, auf eigene Faust eine Expeditionstour zu unternehmen. Darauf deutet auch der Name dieses Luxusgefährts hin. Der Earthroamer XV-LTS ist bewusst so entwickelt worden, dass er für jeden Kontinent und damit für jede Bedingung geeignet ist. 41 Zoll Militärreifen ermöglichen das Befahren auch auf schwierigem Untergrund. Da man bei Expeditionen oft auf sich allein gestellt ist, sind in dem Luxus-Truck ein 550-Liter-Tank sowie ein Frischwasserbunker mit einem Fassungsvermögen von 950 Liter Wasser integriert. Mit Lichtmaschine und Solarzellen kann sich der Truck von selbst mit Strom versorgen, was den Expediteuren über längere Zeit Autarkie ermöglicht und damit Sicherheit im Falle von besonderen Situationen bietet. Nummer 3. Bruder EXP6. Der Bruder EXP6 aus Australien ist wiederum perfekt auf die Bedürfnisse von Campingurlaubern zugeschnitten. So fehlt es dem Campingurlauber an nichts. Dafür sorgen ein Vorzelt mit Kunstrasen, abgesteckte Parzellen und ein Supergrill, der zu ausgiebigen Grillpartys einlädt. Mit dem Bruder EXP6 kann auch Extremcamping betrieben werden, denn der Leiterrahmen lässt in puncto Stabilität keine Wünsche offen. Die vier Räder sind zudem mit widerstandsfähigen Rundrohrlängslenkern verbunden und sind für jeden noch so schwierigen Untergrund geeignet. Die Luftfederung ermöglicht sogar das Durchfahren von Wasserlöchern. Die Wohnkabine auf Rädern enthält ein ausfahrbares Dach, sodass der Besitzer sich bei guten Wetterverhältnissen Freiluftatmosphäre in die gute Stube holen kann. Schlägt das Wetter um, fährt das Dach einfach wieder ein. Ebenfalls ausfahrbar ist die Küche, die sowohl von innen als auch von außen bedient werden kann. Der Bruder EXP6 setzt sowohl in puncto Wohnkomfort und Stabilität Maßstäbe. Der Käufer kann sich sicher sein, dass sein Gefährt ihm auch nach Generationen noch gute Dienste leisten kann. Nummer 2. Marchi Mobile. Bei Marchi Mobile ist wiederum Luxustrumpf. Hier kann der Besitzer sich in seinem Wohngefährt jederzeit wie im besten Traumhotel fühlen. Das außergewöhnlich hohe Gefährt ist mit einem ausfahrbaren Sonnendeck mit Fußbodenheizung ausgestattet. Der Käufer kann es sich auch in einem super schönen Schlafzimmer bequem machen. Ganze 22 Ledersessel passen in den Innenraum, weswegen die Luxuskarosse besonders für Unternehmer attraktiv ist, die alle Orte der Welt ansteuern können, um repräsentative Geschäftsmeetings abzuhalten. Das Wohnmobil der Superlative besitzt einen Präsentationsraum mit 8 Monitoren. In ihm lässt sich eine Lounge einrichten, die nach einem Geschäftstermin Gelegenheit zur Kontaktpflege und entspannten Gesprächen bietet. Ein Massagesessel rundet das Angebot ab, das somit auch als spezielle Wohlfühloase genutzt werden kann. Bei all diesen Superlativen ist es kein Wunder, dass dieses Gefährt neulich in Dubai einen neuen Käufer fand. Dieser war bereit, umgerechnet 2,2 Millionen Euro für dieses spezielle Wohnfahrzeug auszugeben. Nummer 1. Vario Signature 1200. Der Vario Signature 1200 ist von seinem Äußeren nicht auf Extravaganz ausgerichtet, was dem Fahrer so manchen neugierigen Blick erspart. Ihn zeichnen eher zeitlose Eleganz und hochwertige Materialien aus.
Spektakulär ist zudem die Inneneinrichtung, in der eine hochwertige Küche, ein gehobenes Badezimmer, ein gemütliches Wohnzimmer mit Sofas, Massagesessel und eine VIP-Lounge integriert sind. Somit eröffnet sich dem Besitzer eine Luxuswohnung mit der stattlichen Größe von 12 Quadratmetern. Das Gefährt ist eine Mischung aus LKW und Wohnmobil und ist so ausgerichtet, dass sich der Fahrer unterwegs nicht langweilen muss. Dafür sorgt das Bose Home Entertainment System, das sowohl dem Fahrer als auch seinen Mitreisenden ein einzigartiges Klangerlebnis beschert. Danke fürs Zusehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, zeigt es doch mit einem Daumen nach oben. Und falls euch die Videos gefallen, abonniert diesen Kanal kostenlos und wir sehen uns bald wieder.